alkoholische Getränke. Aber nicht für die vier Mitarbeiter der Party Patrol. Sie sind heute im Musikpark in Darmstadt unterwegs, im Kampf gegen Alkohol am Steuer. Mit Reaktionsspielen und attraktiven Vergünstigungen versuchen sie die Autofahrer vom Alkoholtrinken abzuhalten. Aber was halten die Gäste davon? Also ich halte generell gesehen viel davon, einfach weil es so ist, wenn man gefahren hat, wenn man getrunken hat, kann man schlecht fahren, logischerweise. Und ich denke, es ist gefährlich für den Straßenverkehr, man gefährdet nicht nur sein eigenes Leben, natürlich gefährdet man das Leben von allen, und es ist einfach, es ist ein Risiko. Und ich finde es richtig, wenn man sagt, gut, wenn man trinkt, lässt man einfach das Auto stehen. Und von daher sehe ich es auch als positiv an, wenn man hier so einen gewissen Anreiz dafür bekommt, wenn man sagt, gut, man bekommt 30% und fährt dafür kein Auto. Natürlich auf antialkoholische Drinks. Und das ist eine gute Sache, wie ich finde, auf jeden Fall. Christine, Alina und Dirk. Die drei Freunde aus Darmstadt kommen öfters in den Musikpark zum Feiern. Dieses Mal ist Christine dran mit Autofahren. Da kommt ihr das Angebot der Party Patrol gerade recht. Mit dem roten Band bekommt sie 10 Euro Freiverzehr und 30% Ermäßigung auf alle Softdrinks. An der Bar wird erstmal für Erfrischung gesorgt, bevor es dann auf die Tanzfläche geht. Denn wer viel tanzt, der muss auch viel trinken. Morgen und einige Getränke später wollten wir die Reaktionsgeschwindigkeit von Christine und Dirk testen. Ob das wohl gut geht? Ja, ich habe halt auch was getrunken und ich bin halt auch froh, dass sie gefahren ist, weil es einfach viel zu gefährlich, wenn man betrunken Auto fährt. Weise Worte, aber er muss heute auch nicht mehr fahren. Bei solch einem Ergebnis hätte die Heimfahrt böse enden können. Aber wie sieht's bei Christine aus? Ich fühle mich total wohl hier, ist total gut. Ich bin hier auch jede Woche. Und die Leute um mich werden immer voller, aber das macht mir eigentlich nichts aus, weil ich kann auch ohne Alkohol Party machen. Mit so einem Ergebnis lässt sich dann auch die Heimreise in aller Ruhe antreten. Wir bleiben in Darmstadt und lassen uns einen leckeren Cocktail in der Arabesque Bar mixen. Also nehmt euch Stift und Zettel zur Hand, damit ihr das Rezept nach der Pause aufschreiben könnt.